Für Eisbärmädchen Nanook und ihre Mutter Lara geht es am Freitagmorgen nicht um die Wurst, sondern um den Fisch. Der befindet sich nämlich in zwei Kartons, jeweils mit einer Fahne versehen, einer deutschen und einer mexikanischen. Denn die beiden Eisbären in der Zoom-Erlebniswelt Gelsenkirchen sollen und wollen an diesem Tag vorhersagen, wer das WM-Fußballmatch am Sonntag für sich verbuchen darf. Und die Aussage ist klar. Der deutsche Karton wird eindeutig von den beiden bevorzugt. Markus Tekampe, Revierleiter im Team Alaska der Zoom-Erlebniswelt Gelsenkirchen. Genau, also die Nanook ist ausschlaggebend in dem Fall und deswegen, weil sie halt als erstes bei dem deutschen Karton gefressen hat, würden wir jetzt behaupten, Deutschland gewinnt und die Mexikaner, der Karton wurde ja so ein bisschen auseinandergenommen. Ja, das könnte man jetzt interpretieren, dass wir sie besiegen werden. Im Stuttgarter Zoo der Wilhelma leben zwar nur zwei Elefanten, doch die haben es gewaltig in sich. Denn zumindest Elefantendame Zeller verfügt laut Zooleitung über die Gabe, die Zukunft voraussagen zu können. Und angesichts des bevorstehenden WM-Spiels Deutschland gegen Mexiko am Sonntag durfte die 51-jährige Zeller ihre Fähigkeiten dann auch unter Beweis stellen. Unentschieden ins Auftaktspiel Deutschland-Mexiko. Das ist gar nicht unrealistisch, glaube ich. Ein Unentschieden. Thomas Kölpin, Direktor des Stuttgarter Zoos Wilhelma, am Freitag. Ja, die Vorrundenergebnisse für die deutsche Mannschaft sehen natürlich nicht so gut aus. Denn sie hat getippt, dass es im Auftaktspiel gegen Mexiko nur ein Unentschieden gibt. Gegen Schweden dann ein weiteres Unentschieden. Ja, Zeller, hast du gemacht. Und dann sogar eine Niederlage gegen Südkorea. Wir hoffen, dass das natürlich nicht so eintritt. Aber vielleicht hat sie die Vorbereitungsspiele der deutschen Mannschaft gesehen und hat so ein bisschen den Glauben und die Hoffnung verloren in die deutsche Mannschaft. Schauen wir mal. Aber bei der Europameisterschaft war sie in der Vorrunde auch noch nicht so gut. Sie war dann nachher Achtelfinale, Viertelfinale und so weiter viel, viel stärker mit ihren Ergebnissen. Wie die Partie dann wirklich enden wird, das muss abgewartet werden. Denn das Spiel wird erst am Sonntag um 17 Uhr im Moskauer Luschniki-Stadion angepfiffen.